Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch auf Dust 2. Schön. So, wir sind mal wieder in der Aufwärmphase. Wir spulen das ein bisschen vor. Sehe gerade AFK. So, da wird ein bisschen rumgealbert. Scheint vielleicht ein Mate zu sein. 30 Sekunden noch. Ich hasse Warm-up. Ich hasse es. Ich finde, das sollte man direkt ausschneiden beim Overwatch. Lieber noch ein paar richtige Runden mit dazu. Aber gut, ne? Man kann nicht immer haben, was man möchte. Es geht los auf der T-Seite. Was machen sie? Sie gehen lang, okay. Mit drei Leuten. Erster Kill für den Suspect. Ups. Da ist der Mate wohl gestorben. So, wir machen mal Slow-Mo. Sah ordentlich geaimt aus, aber muss noch nichts heißen. Wir werden sehen. Nichts Auffälliges bisher zumindest. Jetzt schön die Scout ausgepackt. Da werden jetzt bestimmt Headshots verteilt. Da ist keiner. Kommt auch keiner. Weil sie kurz stehen. Da kann man natürlich durchpushen. Mate ging ja vor. Oh, die Bombe ist in Kata oben drin. Das ist natürlich bisschen pre-aimed, aber war okay. Grundsätzlich kann man da hinschauen. Das ist nichts Auffälliges. Die Bombe ist immer noch da irgendwie ein bisschen eingepfercht da. Jetzt ist die Bahn frei und der A-Spot ebenfalls. Okay, Reaktion war okay. Nichts Besorgniserregendes. So, jetzt wird der wahrscheinlich irgendwie. Ne, er kommt doch nochmal, oder? Yep. Kein Problem für den Suspect natürlich. Ups, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, das tut mir leid. Danke, ist recht. Das war aber schon übelst geprefired. Jetzt hat er angemacht, wohl oder übel. Eieiei. Ich glaube, da ist ein ESP am Start. Aber das kann jetzt natürlich auch ein bisschen Glück gewesen sein, ne? Also noch ist noch nichts sicher. Aber auffällig war das schon. So, jetzt albert er ein bisschen rum. Wird vom Mate ein bisschen da in die Gegend, durch die Gegend katapultiert. Oh, da steht keiner diesmal. Zu viert stehen sie auf dem A-Spot. So, ja. Immer muss man natürlich noch gucken, ob da auch was ist. Aber bisher nichts zu Auffälliges. Man sieht es natürlich jetzt mit der AK immer wesentlich besser. So, jetzt wurde er gerade gekillt. Ich glaube von kurz. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Auf jeden Fall erster Tod für den Suspect. So, B steht einer, ist ziemlich angefragt. Dürfte ein klarer, einfacher Kill sein. So, kommt er. Suspect ist langweilig, geht er weiter. So, jetzt kommt der CT. Ne, er geht wieder zurück. Okay. Dann gehen die Ts halt nach B. Nach A. B und A verwechsel ich hin und wieder mal. Das ist in der Eile des Gefechts passiert das manchmal. Hier zumindest. So, jetzt kommt der Suspect. Seine Mates haben den Weg frei gemacht. So, kommt einer. Er spielt da recht geduldig. War auch schon eine relativ gute Reaktion jetzt auch da wieder. Könnte vielleicht auch ein Trigger sein, aber ich tendiere momentan mehr zu einem ESP. So, 2
werden noch mal ein bisschen in den Cheats geschraubt. Geht ihm wahrscheinlich noch nicht genügend rein. So, jetzt schleicht er ein bisschen. Sieht es, dass da der eine da kommt. Bisschen sogar geprefired. Ja, ja. Geht er wieder zurück. Und der Prefire übelst. Ich glaube, da ist auch ein kleiner Aimer am Start. Bin ich der Ansicht. Also sah zumindest bei diesem Kill so aus. Ich muss jetzt natürlich noch ein bisschen stärker darauf achten. Aber ich glaube, ESP können wir eigentlich schon mal mit reinnehmen. Also die Reaktionszeiten sind zu hoch und zu oft zu hoch. Es kann natürlich theoretisch auch ein Trigger sein, aber das ist teilweise immer ein bisschen schwierig zu sehen, weil im Prinzip das, was man sieht, ist oftmals das gleiche dann. Deswegen ist es relativ schwierig zu unterscheiden. Und irgendwie hat, also vom Aim her scheint er nicht allzu gut zu sein, habe ich den Eindruck. Was natürlich den Verdacht auf einen Aimer ein bisschen verdächtigt, erhärtet, muss ich sagen. Das geht wieder auf B. Und die Molly. Na, noch ein paar Finn. Ah, da hat es ein bisschen rübergezogen, also... Ich glaube, da könnte auch ein Aimer am Start sein. Also er hat auch 70% Headshot, das ist natürlich schon sehr, sehr hoch. Auch für gute Spieler ist das sehr hoch. Er hat auch nicht richtig geaimt, hat einfach drauf losgeballert und hat dann aber trotzdem getroffen. Ich würde sagen, für mich ist es eigentlich relativ eindeutig, er hat einen Aimer an. Er hat auf jeden Fall einen ESP an oder einen Trigger. Das, wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig zu sehen. Ich bin aber momentan eher der Meinung, dass er einen ESP hat. Vielleicht hat er noch Bunnyhop-Scripts, war vielleicht ein bisschen was, aber das reicht natürlich jetzt nicht. Spielbehinderung war nicht da. Das war's für dieses Overwatch. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.